Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Ich muss meine Aussage vom letzten Mal revidieren und zurücknehmen. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass ich es dumm finde, dass da so eine große Burg, so eine große Ruine steht ohne... Moment. Muss nur kurz gucken, ob mein Ton stimmt. Ja, dass so eine große Ruine da steht, ohne dass da irgendwie ein Quest oder sowas ist. Ich meine, vielleicht ist da ja doch noch ein Quest. Da scheint ja irgendwo ein Höhleneingang zu sein, den ich komischerweise nicht finde. Der da versteckt ist. Keine Ahnung, vielleicht bin ich einfach dumm. Aber an sich finde ich es eigentlich cool, dass auch einfach solche großen Sachen halt zur Geschichte des Landes gehören und rumstehen, ohne dass da immer direkt irgendwas sein muss. Deswegen... Ja, möchte ich das zurücknehmen, was ich beim letzten Mal gesagt habe. Was natürlich lustig ist, dass wir hier ein Dead End haben, was total einfach... Also, es ist nicht schwer, da reinzugehen. Man muss einfach nur hochklettern, hier drauf gehen und dann da reinfallen. Dann kommt man nicht mehr raus. Das ist merkwürdig. So. Das dazu. Jetzt werden wir aber das Weinfäden-Quest weitermachen. Ich gehe nochmal hier außen lang. Ich weiß halt nicht, ob hier irgendwo noch ein Eingang ist, an der dann... zu der Höhle da führt, der angeblich bei den Ruinen sein soll, aber verstehe ich halt nicht, warum da nochmal ein Höhleneingang ist, der da markiert ist und den man aber nicht findet von da aus. Kann natürlich sein, dass er unter der Erde ist, aber wie gesagt, alles ein bisschen merkwürdig. Naja, was soll's. Finden wir jetzt nicht raus, vielleicht finden wir es nie raus. Wir gehen jetzt... Ja, das ist auch schon markiert, sehr gut. Oh, was ist denn das hier? Ja, da kommen wir eh nicht hin, ich weiß. So weit an den Rand der Karte kommt man nicht. Wir folgen einfach dem Quest. Und dann müssten wir ja, glaube ich, zumindest das abgeschlossen haben mit den Weinfäden. Ziemlich großes Nebenquest, zumindest wenn man halt alles erledigt. Also wenn man beide Richtungen aufklärt, auf beiden Weingütern und dann halt das Quest jetzt hier weiterverfolgt. Verlassenes Lagerhaus, Karoberta-Wald. Na, ob das immer noch so verlassen ist? Zumindest gibt es keine... Na doch, ich wollte gerade sagen, es gibt keine lootbaren Sachen, was ungewöhnlich gewesen wäre, aber hier gibt es Sachen. Toussaint Ritterkriegshammer. Abgeschlossen, what? Geiler Brunnen, zu. Ah, hier unten. Vielleicht ist das ja so ein riesengroßes, verwinkeltes Höhlen- und Tunnelsystem, dass er von hier aus zur Ruine kommt. Das könnte auch sein. Werden wir gleich rausfinden. Okay, alles looten wir jetzt wieder nicht durch. Das dauert ein bisschen zu lang. Wie gesagt, die Färbemittel sind viel wert. Au. Oh. Kommt das Ding her? Hier drinnen vor allem. Ach so, das haben die gepflanzt. Stimmt, die haben ja diese Sporen haben sie ja geschrieben. Haben sie irgendwo her. Und die haben sie halt auf die verschiedenen Orten ausgesät. Und einer davon ist dieses... Wobei, wenn es ein verlassenes Lagerhaus ist, warum... Hä? Na, ich habe den Brief nicht mehr im Kopf, deswegen... Naja. Du suchst das Lagerhaus mit Hilfe deiner Sinne. Ach so, hier, das Lagerhaus nutzen die, glaube ich, um die anzu... Also um die quasi zu züchten.
Spurenschlüssel. Welches kranke Hirn züchtet denn sowas? Sie müssen verbrannt werden, bevor sie Spuren ausspucken und sich ausbreiten können. Ah, die haben die hier gezüchtet. Jetzt bin ich wieder drin. Jetzt bin ich wieder drin in der Story. Brennt mal schön, meine Freunde. Standsaufnahme. Ort der Bestandsaufnahme. Arschesporen Gewächshaus. Deckname Pilzzucht. In der Nähe von Testham Mutna. Besitzer, Auftraggeber der Bestandsaufnahme, Graf Wladimir Crespi. Geprüfter Bestand, Arschesporenknollen, Arschesporus vespidae. Anzahl 6 runde Knollen, 24 Knospen, ohne Keime. Änderung seit letzter Bestandsaufnahme ist 12 Knollen, 6K auf Befehl. Von Graf Crespi nach Caronata transportiert, 6K. Auf Befehl von Graf Crespi nach Vermentino transportiert. Randnotiz, wichtig! Einige Knollen sind schon zu weit entwickelt, als dass man sie sicher transportieren könnte. Diese sollten verbrannt werden und treiben sie im Gewächshaus aus. Der Brief beweist, dass Graf Crespi hinter der Sabotage beider Weingüter steckt. Das muss ich Mathilda und Liam sagen. Tja, wusste ich's doch. Aber, wie gesagt, war es auch nicht wirklich schwer zu erraten, dass das dann so enden wird. Die machen merkwürdige Geräusche, die verbrennten Arschespuren. Haben wir drin alles? Wichtige, denke ich. Moment, all Raunlikör, den will ich mal mitnehmen. So. Sprich mit Liam und Mathilda. Schade, aber doch kein Höhlensystem. Hätte ja sein können. Was ist hier mit dem Nebengebäude? Stimmt zu. Abgeschlossen. Inner so eine blöde Bretterhütte. Gut, gibt es noch irgendwas in der Nähe, was wir erledigen sollten, müssten, tun? Könnten uns natürlich um das Fragezeichen kümmern, aber wenn ich dann hier bin, kann ich auch sagen, kümmern wir uns alle anderen auch noch. Also, ich guck mal schnell, ob irgendwie ein Quest in der Nähe ist. Nee, das ist nicht in der Nähe. Wie weit war das weg? Okay. Ich glaube, das hier ist in der Nähe. Nee, auch nicht. Okay. Suchen in überfluteten Ruinen. Das ist jetzt nicht... Ja, okay. Ist auch ziemlich weit weg. Mehr als ein Meister. Bringt die Schemas. Auch zu weit weg. Dann würde ich nämlich erstmal... Na. Dann beende ich erstmal das Quest hier. Gut, jetzt müssen wir noch rausfinden, wo das nächste Wegkreuz ist. Hier oben. Plätze. Ich sollte einen Blick auf die Karte werfen. Oh, stimmt, das können wir auch so lösen. Damit können wir ja auch schnell reisen. Endlich, es ist glaube ich das erste Mal, dass ich das nutze. Mit diesem Schnellreisen am Ende der Welt oder der Karte halt, falls ich... Aber es ist irgendwie schon mehr... Also ich verstehe nicht so richtig den Zusammenhang, warum man nur schnell reisen kann, wenn man an einem Wegkreuz ist oder halt am Ende der Karte. Das verstehe ich nicht so richtig, weil es ist ja keine... Es sind ja keine Teleportations... Felder, wie vielleicht in anderen Spielen, wo das Sinn macht, sondern vergeht halt einfach Zeit und Geralt... Hexer! Okay. Es vergeht halt einfach Zeit und Geralt reist von alleine dahin. Das geht doch, das müsste doch eigentlich von überall gehen, also von jedem Standpunkt aus. Wahrscheinlich machen sie das nicht, also das haben sie wahrscheinlich so gelöst, weil sie halt nicht wollen, dass man sich quasi in Anführungsstrichen teleportieren kann von Punkt A nach B, sondern dass man halt nur machen kann von B-Kreuz zu B-Kreuz. Ich kann es nachvollziehen, aber es ist halt total unlogisch. Das Lustigste ist, dass die Einheimischen in diesen Unsinn glauben. Angeblich war der Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Dieses Weingut Belgard
Warum ist das so erstrebenswert? Ach, du bist nicht von hier, das merkt man. Graf Crespi ist dem Biest zum Opfer gefallen und Belgard hat ihm gehört. Er war sehr wohlhabend und einflussreich und er steckte viel in seltene Rebsorten, fähige Arbeiter und so weiter. Ich erspare dir die Einzelheiten. Belgard ist eine Erfolgsgarantie, wenn man es mit einem anderen Weingut verbindet. Aha, der Typ ist gestorben, der die Scheiße gebaut hat. Die Probleme auf Coronata und Vermentino gehen auf dasselbe Konto. Ich habe Beweise. Ein gewisser Graf Crespi steckt dahinter. Was? Crespi? Belgards ehemaliger Besitzer? Das ist doch unmöglich. Ich habe es hier schriftlich. Ein Motiv hätte er tatsächlich gehabt. Er wusste, dass sein Weingut nicht fortbestehen würde, wenn Vermentino und Coronata sich zusammentun. Und deswegen hat er wohl für Zwietracht gesorgt. Er konnte seinen Plan nur nicht zum Abschluss bringen, weil das Biest ihn erwischt hat. Unglaublich. Du willst behaupten, es war nicht Liam? Und ich war todsicher, dass Mathilda dahinter steckt. Im Lichte der neuen Beweise wäre es am gerechtesten, wenn die beiden geschädigten Parteien gemeinsam die Aufsicht über Belgard übernehmen. Moment mal. Du willst vorschlagen, dass wir kooperieren? Das wäre die optimale Lösung, ja. In unternehmerischer Hinsicht jedenfalls. Ich kann nicht fassen, dass ich das jetzt sage, aber ich glaube, er hat recht. Vielleicht sollten wir das Kriegsbeil begraben. Drei Weingüter sind mehr als eins. Es gibt viel zu gewinnen. Also gut. Übrigens habe ich die Probleme auf den Weingütern behoben. Ihr könnt den Betrieb wieder aufnehmen. Das sind tolle Neuigkeiten. Wie gut, dass ihr einen Fachmann bemüht habt, der offenkundig unbezahlbare Hilfe leistet. Doch nun eins nach dem anderen. Folgt mir. Es ist Zeit, dass ihr Belgard seht. Komm doch bitte mit, Hexer. Irgendwas sagt mir, dass es Arbeit für dich geben könnte. Aha. Geht also doch noch weiter. Also gut, gehen wir. Diesmal kann ich die Einladung auch direkt annehmen und mitgehen. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind harte Zeiten für das Weingut angebrochen. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben, von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würden wir deine Hilfe gerne annehmen. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dein Lohn soll ordentlich sein. Versprochen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Kümmer dich. Ach, auch wieder fünf Probleme. Na, herzlichen Glückwunsch. Die haben aber hier Sorgen. Wo bin ich denn? Was, hier unten ist das Weingut? What the... Was? Ich hätte gedacht, das wäre irgendwo hier oben. Das ist ja verrückt. Krass. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Okay. Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, aber es überrascht mich halt. Sorry. Hier arbeiten noch Leute. Ich denke, hier arbeitet niemand mehr. Stimmt, diese blöden Arschespuren, oder? Ach nee. Andere nervige Dinger. Intriagenarbeiter. Einer weniger. Schnell die Arbeiter platt machen, bevor der Krieger kommt. Er kommt. Ganz schön rein mit seinem scheiß Gift. So, aber die kämpfen gar nicht richtig. Die Drohne auch nicht. Was ist denn los mit euch? Nicht gut. Also richtig schwer waren die nicht.
Schnell das Nest platt machen. Ich muss es zerstören, wenn ich die Endriaken loswerden möchte. Thierry Piers Tagebuch. Teil eines Tagebuchs. Nur die letzten Einträge sind lesbar. Die übrigen Blätter kleben mit getrocknetem Blut zusammen. Ich habe jeden Tag verflucht, an dem ich vor Graf Crespi buckeln und mich abrackern musste. Jetzt verfluche ich jeden Tag, an dem ich ihm nicht dienen kann. Jetzt verstehe ich, warum er so schroff, so herrig und so schnell verärgert war. Man kann nicht ruhig und gut gelaunt sein, wenn es jeden Tag so viele Probleme bei einem Weingut gibt. Jetzt muss ich mich als Verwalter von Belgard um jedes Problem kümmern. Der Geologe, den der Graf vor seinem tragischen Tod angeheuert hatte, ist verschwunden. Mit ihm ist auch der prallgefüllte Beutel mit Kronen verschwunden, die wir ihm geschickt haben, um die Situation, die er für uns zu Ende bringen sollte. Tilly Feld ist voller Riesentausendfüßler und eben kam ein atemloser Knappe angerannt, der mir berichtete, dass die nördlichen Rebstöcke angegriffen worden seien. Genug des Schreibens, ich muss nachsehen, was der ganze Aufruhr soll. Ja, es waren Intriagen und du bist denen leider zum Opfer gefallen. Sorry. Intriagen Embryo, wie geil. Lecker, lecker. So, haben wir das. Auf zum nächsten. Ja, es ist wieder alles okay? Vielen Dank. Na, bitte. Boah, wie weit verstreut es ist. Wie groß diese Gebiete immer sind. Ist der Wahnsinn. Naja, dann gehen wir erstmal zu dem Fragezeichen, logischerweise. Klären wir direkt ein paar Sachen. Hier können wir nicht groß reiten. Da bleibt... Na, okay, jetzt können wir zwar reiten, aber egal. Die paar Schritte gehe ich auch zu Fuß. Oh, wir müssen mal eine Runde nächtigen, sehe ich gerade. Wir haben gar nichts zum Trinken mehr. Machen wir direkt mal. Ist hier in der Nähe nicht auch irgendwo diese Ruine, also dieses Nebenquest oder dieses Hauptquest oder wie auch immer? Na egal. Na. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal dahin. Den Friedhof kennen wir schon, da ist Regis unterwegs. Ich glaube, der wohnt auch immer noch hier. Hopp. Boah, wie dicht der Wald hier ist, man sieht echt gar nichts. Oh Gott, sind viele Gegner. Ah, okay, es sind wieder diese Arschespuren und Haufen Blüten. Au. Es müsste ein direkter Tod gewesen sein. Ich glaube, das war auch ein direkter Tod, keine Ahnung. Sieht eigentlich ganz cool aus, diese Nester von diesen Arschesporen. Der zu sagen, Tagebuch mit Ledereinband, wirklich überall nur noch Tagebücher. Der Bizant ist wieder gestiegen. Götter, Cian Fanelli hat kein Mitleid mit mir. Warum, oh warum, habe ich den Kredit nur in Fremdwährung aufgenommen? Diese herzlosen Bankleute kriegen mich noch dran. Was soll ich mit meiner Frau sagen? Wenn das so weitergeht, sind wir bald mittellos. Großvater hat mal Elfenruinen voller Schätze erwähnt, die vor Jahrhunderten vom Fluss überspült wurden. Vielleicht finde ich dort wirklich etwas. Und wenn es nur für die nächste Rate reicht. Tja, da ist leider gar nichts gefunden, außer dein Tod. Hier scheint irgendwas Ruinmäßiges zu sein. Okay, das sieht auf der Karte irgendwie krasser aus als in Wirklichkeit. Also ich sehe hier eigentlich gar nichts Ruinmäßiges. Aber auf der Karte irgendwie, ne? Seht ihr das? Hä? Vielleicht wollten sie was hinbauen und haben es vergessen? Keine Ahnung. So, als nächstes geht's hier hin. Wirklich riesengroß, dieses Weingut, was da alles dazugehört. Wahnsinn. Und wir lösen direkt noch die anderen Probleme, also die anderen Fragezeichen, die hier im Einzugsgebiet dazugehören. Ich bin echt gespannt, was dann die krasse Belohnung ist. Es ist immer so wenig. Wenn die sagen, es ist viel und geil. Oh, 1000 Füßler. Ah.
Au, der hat mich gut getroffen. Au, dreht mal nicht so durch, Freunde. Oh, fast tot. Au. Also. So, Freunde. Also, wenn die mal in einer größeren Gruppe kommen würden, weiß ich nicht so. 3, 4, 5, dann hätte man echt Probleme. Könnt schon anständig reinhauen. Wo ist denn ihr Nest? Ach, ist gar kein Nest. Das ist ein bewachter Schatz. Brief an Gregor Brixit. 104 Kronen. Das ist mal nicht schlecht. Werter Herr, ich hoffe sehr, dass du dich bester Gesundheit erfreust, wenn du dieses Schreiben erhältst. Gemäß unserer vorausgegangenen Korrespondenz möchte ich gerne ein geologisches Gutachten bei dir in Auftrag geben, um herauszufinden, wo sich der geeigneteste Boden für die Erweiterungen der Anbaufläche unseres Weinguts befindet. Ich gehe davon aus, dass du von meinem Boten den Fotos erhalten hast. Ich möchte dich noch darauf hinweisen, dass du den Gerüchten, die verschiedenste Bettler und Rumtreiber in den letzten Wochen in unserer Gemeinde verbreitet haben, keinen Glauben schenken solltest. Wir haben hier in unserem Gebiet keine Probleme mit riesen Tausendfüßlern oder irgendwelchen Monstern, sodass du deine Arbeit unverzüglich, ohne Furcht, beginnen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg und warte mit Spannung auf die Ergebnisse. Graf Wladimir Crespi. Da hat er jemand schön angelogen und er wurde auch ordentlich zerfleischt von den riesen Tausendfüßlern. Füßlern. Viel Essen. Freue mich schon darauf, Essig zu trinken, wie immer. Na? So, das war's. Hier haben wir noch eine Hütte, die habe ich auch schon gesehen gehabt von da oben. Also von hier unten, da gehen wir zuerst mal hin. Oh, was haben wir hier noch? War das mal eine alte Mine? Wahrscheinlich. Ist aber eingefallen, der Schacht, schade. War gar nicht das Haus, was wir gesehen haben. Wohnt da noch jemand? Ein Wicht vielleicht? Wegkreuz. Gelenserhof. Der alte Gelenser züchtete Rettiche. Ja, Rettiche. Nicht Wein, keine Oliven, nicht mal rote Beete. Wie er selbst zu sagen pflegte, ja verdammt, ich kann doch nicht nur von Brot und Wein leben. Der alte Gelenser begründete kein Rettich-Imperium. Seine Familiengeschichte strotzt nicht von Heldenlegenden. Er lebte, zeugte Kinder, pflanzte Rettiche und starb. Oh Majoran, schenke uns allen ein so ruhiges, einfaches Leben. Aber er hat immerhin ein eigenes Wegkreuz inklusive Geschichte bekommen. Oh ja, er scheint wirklich nichts weiter zu sein. Okay, ist ja auch nicht schlimm. Der Prophet Majoran, König der Welt, ganz Tussar erbaut sein Monument, keine Müdigkeit vorgeschützt. Was zu tun ist, bauen. Liebe deinen Nächsten, aber übertreib es nicht, sonst versteht er es falsch. Perlen der Weisheit des Propheten. Nächstes Fragezeichen. Also das ist mit den Weinfäden, weil ich ziehe jetzt das noch zu dem Ursprungsquest dazu, dass das so lange dauert. Nein! Ach du Scheiße! Ich meine, ich habe was gespeichert, aber ich habe halt nicht gedacht, dass es halt so tief runtergeht, dass Geralt direkt stirbt. Weil zumal ich versucht habe, mich abzurollen. Au, ich war halt im Sprint, ich habe es gar nicht realisiert, es war einfach schon zu spät. Das ist noch nie passiert, oder? In Witcher, ich habe über 500 Witcher 3 Folgen produziert. Ich glaube, ich bin kein einziges Mal aus Versehen in den Tod gestürzt, weil ich einfach nur gerannt bin und nicht gesehen habe, dass da eine Klippe kommt. Krass. Tja, haben wir auch das hinter uns. Muss auch mal sein. Was wollt ihr jetzt gerade sagen? Ja, dass diese Weinfäden, das ist so eine lange Quest, hätte ich auch nicht gedacht. Aber diesmal nicht direkt wieder da runterfallen. Ich versuche jetzt mal. So.
Aufträge, neue Markierung, Aufträge von Winzern. Ja, wo ist denn der Höhleneingang? Ach, hier. In dieser Höhle haust irgendwas Böses. Es hat dort ein Nest. Es hat... Holla, mein Herr. Die Schwerter auf deinem Rücken trägst du sicher nicht nur zur Zierde. Vielleicht kannst du mir helfen. Vielleicht. Kommt drauf an. Also, es gibt eine Höhle, die sich ideal als Weinlager eignen würde. Nicht zu trocken, nicht zu nass. Aber? Nun, dort herrscht schrecklicher Lärm. Von der grässlichen Art der Rassel-Rums-Klopfart. Ich habe vorgestern meinen Gehilfen geschickt, um nachzusehen. Er ist nicht zurückgekommen. Das hat bestimmt mit den Elfenruinen neben der Höhle zu tun. Also, hilfst du mir? Klar. Gut, ich sehe mal nach, was in der Höhle lauert. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.